Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Star Wars Battlefront 2. Und zwar geht es heute um Mission Nummer 11 bis zur Asche. Hier gibt es die letzten zwei Sammelobjekte für euch einzusacken. Und zwar direkt, nachdem ihr gestartet seid, hier ja auf dem Schiff gelandet seid, dann geht ihr immer geradeaus und haltet euch dabei schön weit rechts. Schön weit rechts halten, ganz außen. Ein paar Gegner sind im Weg, die machen ehrlich gesagt nicht allzu viel. Ich werde auch gleich einfach zu dem Sammelobjekt hinstürmen, damit das hier nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt und ihr einfach gleich direkt seht, wo das Sammelobjekt ist, weil da hinten, wo das Feuer lodert, dort beim lodernden Feuer, dort findet ihr das erste von zwei Sammelobjekten und damit halt auch schon das vorletzte hier. Jetzt geht es gleich ein bisschen fix mit dem Einsammeln, keine Sorge, weil halt ich von hinten beschossen werde. So, ich habe jetzt schon mal auf Einsammeln gedrückt, meinem Droiden Bescheid gesagt, wehre mich und seht ihr gleich nebenbei im Kampf hier aufleuchten, Meilenstein freigeschaltet. Also Sammelobjekt Nummer 1 haben wir hier an dieser Stelle eingesackt und jetzt geht's weiter. Wir wollen ins Innere des Schiffs und kommen hier diesen Gang lang, sage ich mal, und müssen dann über dieses Rohr nach oben auch wieder in die Flammen hinein. Und oben dann hier links und nochmal links. Und dort wartet dann das letzte Sammelobjekt hier von Star Wars Battlefront auf euch. Eine ganze Menge Schrott gehört damit ebenfalls auch euch. Das könnt ihr ja unter Karriere Meilensteine einsammeln. Ein bisschen zusätzliches Schrott als Währung für Karten und Co. Und was auch immer ihr damit machen wollt. Ich hoffe, die kleine Reihe hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst einen Daumen nach oben da. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich sage so long, goodbye. Keep gaming, euer Goodie.